ist das mosaische Gesetz die verbindliche Lebensrichtschnur für wiedergeborene Christen gemäß Römer 3, Vers 31, wo es heißt, heben wir nun das Gesetz auf durch Glauben? Nein, wir bestätigen das Gesetz. Was bedeutet dieser Vers? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Im gesamten Römerbrief, insbesondere auch im Kapitel 3 und in diesem Vers, geht es letztlich um die Frage, wie kann ein Mensch gerecht sein vor einem heiligen Gott? Auf welcher Grundlage kann der Mensch gerecht sein vor Gott? Und Gott hat ja den Menschen das Gesetz gegeben, insbesondere dem Volk Israel, repräsentativ für alle Menschen, hat er das Gesetz gegeben. Und dieses Gesetz hat unter anderem zwei Funktionen. Zum einen richtet in diesem Gesetz der heilige Gott seine moralischen Anforderungen, seine moralischen Gebote an die Menschen, die sie erfüllen müssen, um gerecht zu sein vor Gott. Und damit hat es eine zweite Funktion, denn durch das Gesetz wird der Beweis erbracht, dass der Mensch sündig ist, denn keiner kann das Gesetz vollumfänglich erfüllen. Es zeigt, er ist Sünder, er kann die Gebote nicht halten. Deshalb kann kein Mensch auf Grundlage des Gesetzes gerecht sein vor Gott, wie Paulus im Kapitel 3 klar macht. Und dies wird bestätigt. Es heißt ja, wir bestätigen das Gesetz, das bestätigen die Apostel, insbesondere Paulus, der ja das Evangelium der Gnade brachte. Und in dem Evangelium der Gnade wird ja exakt das bestätigt. Zum einen wird bestätigt, dass alle Menschen Sünder sind, das macht auch das Gesetz klar. Und zum zweiten wird bestätigt, dass der Mensch nicht auf Grundlage des Gesetzes gerechtfertigt werden kann, sondern nur auf Grundlage des Glaubens an Christus gerecht sein kann vor einem heiligen Gott. Und der Glaube hebt nicht auf, was das Gesetz klar macht, denn dass nämlich ein heiliger Gott moralische Anforderungen an die Menschen stellt, das hebt der Glaube nicht auf, aber es wird der Weg zur Rechtfertigung aufgehoben. Es ist eben nicht das Gesetz, sondern der Weg der Rechtfertigung ist der Glauben an Jesus Christus. Heißt das nun, dass wiedergeborene Christen ohne Gebote sind, also gesetzlos sind? Denn das mosaische Gesetz dient weder zur Rechtfertigung des Menschen, noch ist es damit eine Lebensrichtschnur für wiedergeborene Christen. Das heißt aber nicht, dass die wiedergeborenen Christen keine Ethik haben. Es gibt ja die christliche Ethik, die ist entfaltet, insbesondere im Neuen Testament. Und diese geht ja weit über das mosaische Gesetz hinaus. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.